Hi, ich bin Lua, heute mal aus einer etwas anderen Location, weil mein Wohnzimmer tatsächlich immer noch eine Baustelle ist. Aber ich habe für euch die neue Fairy Loot Box für den Monat Februar dabei. Und ich würde sagen, die packen wir zusammen aus. So sieht die Box aus, wenn man sie aufmacht. Und ich kann hier schon was sehr Eindeutiges oben in der Box sehen. Ich werde aber mal ganz kurz nach der Spoilerkarte kramen, um euch das Thema des Monats zu sagen. Also gebt mir einen Moment. Okay, die Karte lag ganz unten. Ich habe aber versucht, nicht so genau hinzuschauen. Das ist das Artwork und es sind sehr valentinstagige Vibes. Das Thema des Monats ist A Moth to the Flame, also wie eine Motte zum Licht. Und weiter gucke ich mir die Spoilerkarte erstmal gar nicht an, denn wir wollen ja nicht gespoilert werden, was für Items in der Box sind. Ich nehme mir mal das erste, was hier schon so offensichtlich lag. Und das ist eine Cap. Ich bin persönlich kein großer Mützen-Cap-Träger, deswegen mal schauen, wie das an mir aussieht. Aber wir haben hier eine graue Basecap von dieser breiteren Art in so einem Kordstoff. Und hier steht drauf Basquiat, wenn ich es richtig ausspreche. Und ich habe das Buch zwar immer noch nicht gelesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es von Fourth Wing inspiriert ist. Hier ist noch so ein kleines Plastikding drin, damit die aufrecht steht. Und ich würde sagen, dass Mützen so gar nicht mein Look sind. Ihr könnt jetzt hier mal die Cap in Action sehen, aber ich muss sagen, die ist toll, gleich zu Anfang hier die ganze Frisur zerstört. Also die ist auf jeden Fall hinten verstellbar, was ganz gut ist, denn ich fand sie jetzt auch ein bisschen eng am Kopf. Deswegen würde ich das hier einfach mal ein bisschen lockerer machen. Ja, ansonsten ist dieser, oh, jetzt ist er ganz schön locker, ist dieser breite Mützenlook eigentlich gar nichts für mich. Und wie ihr seht, sie sitzt auch ziemlich tief an mir. Nee, es ist kein Look, es tut mir leid. Es ist eine süße Idee für ein Item. Ich hätte mir aber ein bisschen was Filigraneres gewünscht. Also vielleicht eine etwas schmalere Baseball-Cap oder so. Das hier wirkt sehr wuchtig. Das Design ist von @noonedesigns und es ist so ein bisschen gedacht so als College-Cap von dem, ja, Basquiat War College von der Empyrean-Serie von Rebecca Yarros. Ich glaube, das ist Fourth Wing und Iron Flame. Ja. Wir machen weiter im Text. Das nächste Item kommt in so einer süßen Verpackung und es ist ein Crimson Moth Friendship Keychains. Okay, also eine Motte und Freundschaftsschlüsselanhänger. Falsch rum, richtig professional. Das hier. Hier funktioniert ja gar nichts. Das hier sind die Keychains. Und ich finde sie sehr, sehr süß. Also the Vibes are vibing. Dieses Gold-Weiß-Schwarz Elegante, dann mit der Motte und den Sternen und dem Mond. Ich hoffe, man sieht mit der Reflektierung hier alles. Finde ich extrem nice. Es ist Design von @layla_ashta_shrine. Und ja, Shoutout an sie. Das ist nämlich wirklich süß und ich hoffe, meine Freundin freut sich auch über die zweite Hälfte. Das Ganze ist inspiriert von The Crimson Moth von Kristen Ciccarelli. Das Einzige, was ich sagen muss, ich habe schon mal einen, die wackeln. Ich habe schon mal einen Schlüsselanhänger von Fairy Loot bekommen und der war sehr schnell zerkratzt und dieses Gold ist abgeblättert. Deswegen bin ich gespannt, wie gut er sich hält. Aber ich werde ihn auf jeden Fall gleich an meinen Schlüssel machen. Nächstes Item macht mich sehr neugierig, denn wie ihr hier sehen könnt, ist hier die Goose, die Gans, ist es auf Deutsch. Und das ist ja so ein sehr bekanntes Internet-Meme. Diese Gans mit dem Messer im Mund und dann dieses Peace was never an option. Muss ich das erklären? Wir sind alle im Internet unterwegs, oder? Es ist eine The Jesset Air Mug, also eine Tasse, designed by @blueLibo. Tassen macht Fairy Loot ja ständig. Also es gibt wie Sand am Meer. Ich habe, glaube ich, mehr Fairy Loot Tassen als normale Tassen in meinem Schrank.
wir schauen uns... Erstmal natürlich... Wichtig. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe über Fairyloot-Tassen, denn so eine Glastasse hatten wir tatsächlich noch nie. Ich habe es natürlich gleich mit meinen Fettfingern angefasst, aber wir haben hier die ganz mit dem Messer, obwohl es hier eher wie ein Dolch aussieht. Finde ich sehr süß, passt gut zu dem Fantasy-Thema. Und hier steht, she had the temperament of a deranged goose. Von The Jesset Air. Okay, sagt mir nichts, aber klingt auf jeden Fall wild. Und ansonsten sind hier noch so kleine Sterne und Blüten und sowas draus. Und ich finde sie sehr süß, aber das sieht alles so aus, als würde es nach dreimal Waschen abgehen. Also ich habe keinen Geschirrspüler, das heißt, ich bin wahrscheinlich noch ein bisschen länger safe. Aber wenn man den Geschirrspüler tun würde, hätte man, glaube ich, sehr bald eine durchsichtige Tasse ohne irgendwelche bedruckten Sachen. Nichtsdestotrotz finde ich die Idee niedlich, der Glastasse. Ich finde das Design niedlich. Es passt gut zum Buch, es greift dieses Internet-Meme auf. Also sie haben alle Spots getroffen. Dann haben wir auch schon Nummer 3 oder 4. Nee, 4 glaube ich nicht. Ich glaube, es ist die dritte. Bookish Tote Bag, wo wir ja eine Tragetasche im Buchregal-Design haben. Jedes Mal ein bisschen anders. Das erste war so sehr alte Bibliothek, braun-rottöne inspiriert. Das zweite war griechisch und hellgrau. Und das hier ist persönlich das, was mich am meisten anspricht, denn es ist so sehr witchy, crystal, magic ball designs. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber es klimpert die ganze Zeit. Ach so! Ah, es ist nicht komplett das gleiche wie die letzten zwei Male, denn es hat hier ein... Schlecht klingend, es hat hier einen Reißverschluss, das heißt, man kann die Tasche zumachen. Das gefällt mir persönlich sehr, denn... Ja, diese offenen Taschen immer rumstehen zu lassen, mag ich nicht so. Und meist rutscht das ja dann auch runter. Also, gute Idee, möchte ich damit nur sagen, hier so einen Zipper, Reißverschluss, einzubauen. Und ja, sagt mir gerne, ob ihr die Titel überhaupt lesen könnt und ob ihr irgendwelche Bücher erkennt, die ihr gelesen habt. Denn das sind meist bekannte Fantasy-Bücher. Und das Design ist von @chattynora. Dann haben wir wie jeden Monat Tarotkarten. Aber was mich ein bisschen verwirrt ist, dass es diesmal 3 an der Zahl sind. Wir haben The Page of Moons. Oh, ganz schön reflektierend. The Page of Moons. Dann haben wir The Knight of Moons. Und dann haben wir aus irgendeinem Grund hier nochmal The Four of Moons und ich kann mich daran erinnern, das war in einer der vergangenen Boxen drin. Ich weiß nicht, ob die einfach aus Versehen hier reingerutscht ist oder was das soll, aber gut, ein Extra. Zu den Karten, ich weiß nicht, von welchem Buch es ist. Das hier sieht sehr aus wie Evangeline aus Once Upon a Broken Heart, wegen der rosanen Haare. Das hier sieht aber absolut nicht aus wie Jax oder wie... Apollon? Der Prinz? Laut der Karte sind das Rune und Gideon von The Crimson Moth von Kristen Ciccarelli. Okay, also das gleiche wie die Keychains und die Spoilerkarte. Ich habe so eine Ahnung, welches Buch wir gleich finden werden. Es ist nur so ein Gefühl. Und die beiden wurden illustriert von @rosalindart. Dann schauen wir uns doch gleich mal das Buch an, beziehungsweise erstmal den Kram, den es zum Buch zugibt. Da haben wir einmal den Fairy Scoop für den Monat Februar. Dort gibt es ein Interview mit dem der Autorin. Die Customizations, die unser Buch hat. Und ansonsten diesen Monat nur das Thema für den nächsten Monat. Und das ist... heißt's? Ich glaube, es wird so ausgesprochen. Heists and Hustles. Und hier unten noch Anweisungen für die Instagram-Challenge. So viel dazu. Dann müssten wir hier noch ein Lesezeichen finden. Genau, im Design der Spoilerkarte. Und theoretisch einen Autorenbrief, aber den sehe ich hier
gerade nicht. Dann bleibt uns nur noch das Buch auszupacken. Das hier ist das Buch und es ist The Crimson Moth, wer hätte es gedacht, von Kristen Cicarelli. A Moth to Flame, A Witch to Burn. So sieht das Artwork aus. Es gibt ein bisschen goldene, folierte Details und ansonsten Character Artwork, aber diesmal finde ich es nicht so schlimm. Und hier diese Motte, also es hat schon was. Ich mag's. Die Edges sind nicht ganz schwarz, sondern haben hier dieses pinke Motten-Design. Ich muss ja sagen, ich bin ein Freund von Motten. Ich finde auch diese Motten-Tattoos extrem cool. Das ist hier was nach meinem Geschmack. Also, das weiß ich jetzt schon. Rückseite ein bisschen leer. Wir gucken mal. She was the crimson moth, a wanted criminal, not to mention a witch, hiding in plain sight. But this wouldn't be the first time she walked into a space full of the people who hunted her kind. She'd done it hundreds of times before without batting an eye. So why was there a tiny seed of fear sprouting inside her? Ich liebe es, dass ich heute doppelt so viel zum Übersetzen habe. Eigentlich haben wir nämlich nie Text auf der Rückseite. Ja, sie war die Crimson, ist glaube ich eine rote Farbe, ne? Ich weiß aber die direkte Übersetzung nicht, wir nennen das jetzt mal rot, okay? Sie war die rote Motte, das klingt aber halt auch echt ungeil, naja. Eine verfolgte Kriminelle, nicht zu vergessen eine Hexe, die sich direkt vor allen Augen versteckt. Aber dies würde nicht das erste Mal sein, dass sie in einen Raum geht, der voll mit Leuten ist, die sie und ihre Art jagen. Sie hat es 100 Male gemacht, ohne mit der Wimper zu zucken. Also warum macht sich jetzt ein Gefühl der Angst in ihr breit? Wir machen weiter mit unserer Tour. Natürlich ziehen wir das Buch erstmal aus. Da haben wir auf der Innenseite ein Alternativcover mit einem sehr schönen Design. Ich zeige es dir mal kurz. Was ich persönlich, wenn das hier foliert gewesen wäre und die Außenseite, ich hätte es schöner gefunden. Ich sage das nicht oft über die Innenseite von Covern, aber das hier hätte ich tatsächlich schöner gefunden. Naja, man kann nicht alles haben. Das nackte Buch ist wie so oft ein absolutes Wunderwerk. Es ist hier mit diesem, es ist gar nicht Gold, es ist eher so ein Rose Gold, so ein Rosé-Ton. Mit der Motte, die Rückseite ist sehr ähnlich gehalten und wir haben nochmal den Titel, aber auch mit schönen Verzierungen. Und es sagt hier Buch 1. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben, gehe ich stark von aus. Auf der Innenseite haben wir Artwork, wieder von den beiden gleichen Figuren. Und das ist sogar auch foliert. Das heißt, wie ich Fairy Good kenne, ist hinten das gleiche Artwork. Und ich schaue mal rein, ob wir eine Karte oder irgendwas in der Art haben. Ah, wir haben tatsächlich einen Autorenbrief im Buch mit digitaler Unterschrift. Aber ich finde es gar nicht schlecht, weil man dann das immer gleich so dabei hat. Und ja, normalerweise ist halt Character Artwork auf der Rückseite vom Autorenbrief und das haben wir hier definitiv mehr als genug. Also keine schlechte Lösung. Ansonsten haben wir aber keine Karte oder irgendwas Spannendes. Das heißt, ich ziehe das Buch wieder an und wir schauen mal, ob wir noch ein bisschen Input kriegen. Hier steht erstmal Buch 1 in der Crimson Moth Duology. Also es wird ein Zweiteiler sein. The only thing more treacherous than being a witch is falling in love. Das Einzige, was noch verräterischer ist, als eine Hexe zu sein, ist sich zu verlieben. On the night Rune's life changed forever, blood ran in the streets. Now, in the aftermath of a devastating revolution, witches have been diminished from powerful rulers to outcasts, ruthlessly hunted due to their waning magic, and Rune must hide what she is. In der Nacht, in der sich Runes Leben für immer verändert hat, waren die Straßen von Blut gefüllt. Infolge der niederschmetternden Revolution wurden die Hexen von mächtigen Herrschern zu Außenseitern reduziert, welche aufgrund ihrer verschwindenden Magie erbarmungslos gejagt werden. Rune muss verstecken, was sie ist. Spending her days pretending to be nothing more than a vapid young socialite, Rune spends her nights as the Crimson Moth, a witch vigilante? Vigilant? Rescues her kind from being purged. Ihre Tage verbringt sie damit zu tun, als wäre sie nicht mehr als eine junge Socialite. Doch in der Nacht wird Rune zur Crimson Moth, eine Hexe, die versucht, andere ihrer Art vor dem
Schicksal zu retten. When a rescue goes wrong, Rune decides to throw the witch hunters off her scent by courting the handsome Gideon Sharp. Except Gideon is a notorious and unforgiving witch hunter loyal to the revolution, and falling for him would be deadly. Als eine Rettung schiefläuft, entscheidet sich Rune, Hexenjäger von ihr abzuschütteln, indem sie den hübschen Gideon Sharp umgarnt, nenne ich es mal. Aber Gideon ist ebenfalls ein Hexenjäger und loyal zur Revolution. Sich in ihn zu verlieben, würde ihren Tod bedeuten. Es klingt sehr gut. Es klingt nach verbotener Liebe und Hexenjäger. Also alles daran klingt gut. Ich bin gespannt, es zu lesen und ich freue mich auf eure Meinung. Was sagt ihr zu dem Buch? Würdet ihr es lesen? Und ja, damit war es das mit diesem Unboxing. Ich würde sagen, mein Lieblingsitem waren auf jeden Fall die Keychains, auch wenn sie sehr laut waren. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsitem war und wie ihr die Box generell fandet. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Das würde mir nicht nur sehr helfen. Dann sehen wir uns nämlich auch zum nächsten Video wieder. Instagram und TikTok habe ich ebenfalls. Das ist beides unten in der Infobox verlinkt. Und da kommt auch mal Bücher-Content. Und ansonsten, ja, hoffe ich, wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.